Hallöchen und willkommen zurück zum Classic Adventure Let's Play zu Fable. Gerade aufgestanden jetzt am Wochenende und schon nehme ich eine neue Folge auf. Ich glaube, so viel wie in der letzten Episode sind wir noch nie gestorben, ne? Lasst uns mal zählen. Das war zweimal bei dieser Gorgone. Ihr wisst schon, Vivan hieß die, glaube ich, der wir das Juwel abluchsen mussten. Und dann hier beim Fahrstuhl nochmal zweimal, also viermal eine auf Episode. Das ist schon heftig. Und dann ist dieses Spiel auch noch stehen geblieben. Aber jetzt wissen wir ja, wie wir in den Tunnel runterkommen. Und zwar, was ich für ein bisschen unrealistisch sehe, aber das Spiel sagt, wir schweben mal runter. So, und drückt mir die Daumen. Ja, es klappt. Es klappt und wir sind unten. Oha. Das hier sieht ganz schön gruselig aus. Mit Fledermäusen. Oh krass, was ist das denn? Sorry, bei mir kratzt es gerade ein wenig im Hals. Ich muss mich kurz räuspern. So, jetzt geht's wieder. Naja, nach dem Aufstehen ist der Hals, habe ich schon öfter erwähnt, ist der Hals immer ein bisschen kratzig. Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen heiser. Ich weiß gar nicht, woher. Egal, machen wir hier mal weiter. Das ist hier doch richtig gruselig. Die sehen richtig echt aus. Wenn die jetzt aufwachen würden. Betrachte Wachssklaven. Das ist ja wie ein persönlicher Witz, den ich inhaltlich nicht verstehen kann. Was? Ich verstehe dich auch wieder, Ned Quickdorp. Die sehen so echt aus. Richtig gruselig. Finde ich auch. Aber schaut mal, wenn man das Bild mal so ansieht, ist die Menschheit versklavt und irgendwelche Kreaturen wachen über die. Also Schlangendämonen oder so. Das kann ja hier was werden. Oh Gott. Na gut, wir müssen, glaube ich, hinter diese Tür, hinter diesen Toren, da oben noch so ein Krakenwesen, das dann auch mal die umschlungen hat. Die winden sich hier vor Schmerzen wahrscheinlich. Aber egal, uns bleibt nichts anderes übrig. Ein merkwürdiges Tor. Hübsches Gebiss. Ich kann es kaum erwarten, den geöffneten Mund zu sehen. Gebiss? Es sieht so aus wie so von so einer großen Gottesanbeterin. Wisst ihr, was das ist? Dieses Insekt? Hier, wie nennt man das denn? Diese Zangen vorne. Lass doch mit dem reden. Sprich mit Tore. Hallöchen, Tor. Guten Tag. Hat sogar einen Mund. Es muss noch eine andere Art geben, das Tor zu öffnen. Ja, sind wir hier bei Alice im Wunderland, oder wie? Es muss noch eine andere Art geben, das Tor zu öffnen. Können wir jetzt mit dem Tor wirklich quatschen? Eine Konversation führen? Klopf, klopf. Wer ist da? Tatsächlich. Der Milchmann? Lotta Matthäus, Lotta Matthäus ist geil. Wie kommen die denn auf Lotta Matthäus und Jürgen Fröhlich? Wer ist Jürgen Fröhlich? Wer verdammte Axt ist Jürgen Fröhlich? Kennt jemand Jürgen Fröhlich? Also als Prominenter? Mir sagt Jürgen Fröhlich gar nichts. Ein schöner Name, ja. Jürgen, klar, Fröhlich. Aha, ich bin froh. Ja, Jürgen Fröhlich. So, ich halte mich zu sehr mit dem Namen auf. Der Milchmann. Wir liefern Milch für diese Dämonen. Der Milchmann. Zugang verweigert. Ach, Mist. Mist, war wohl die falsche Antwort. Das heißt, wir müssen Lotta Matthäus sein. Wer? Lotta Matthäus. Was sagt er immer? Lotta Matthäus. Da war noch was. Zugang verweigert. Ja, wir waren zu langsam. Es tut mir leid, aber Lotta Matthäus stimmt wohl auch nicht. Dann ist Jürgen Fröhlich richtig, oder wie? Wer soll denn darauf kommen? Na gut, man kann ja alles anklicken, aber trotzdem. Wer ist Jürgen Fröhlich? Das muss ich nachher mal googeln. Aber nochmal zurück zu Lotta Matthäus. Lotta Matthäus, Rekordnationalspieler. So, jetzt haben wir's. Ich glaube, es ist gar nicht mehr Rekordnationalspieler. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, der wurde verdrängt. Aber ist auch egal. Wir sind hier nicht beim Fußball, sondern bei Jürgen Fröhlich. Klopp, klopp. Wer ist da? Jürgen Fröhlich. Bitte. Komm rein. Juhu, und jetzt sind wir fröhlich und dürfen rein. Siehste, klappt halt nur mit dem richtigen Namen. Hätte auch meinen eigenen nennen können. Quickdorp von Quickdorp oder irgend sowas. Quickdorp der Held.
Schau, Bull, ein neues Gesicht in der Stadt. Lass uns nett sein und ihm sein Zimmer zeigen. Was war denn das? Erstens der Dialekt von dem Skelett. Der war ja aberwitzig. Dann war der Text plötzlich weg. Wir sind hier reingekommen und schon sind wir eingesperrt, wie es scheint. Sieht aus hier wie ein Kerker. Ist ein Kerker. Man schaue sich diese Verlierertypen an. Ich mag nicht glauben, dass irgendjemand sich selbst zur Hölle schickt wie diese. Oh Gott, gleich die Hölle betreten? Das sah auf den ersten Blick wirklich so aus. Wie der Untergrund, wo der Teufel residiert. Aber wir konnten natürlich nichts erkunden, weil wir gleich hier das Zimmer gezeigt bekommen haben. Aber vielleicht, Moment, vielleicht kommen wir ja auch einfach raus, hm? Als hätte man's geahnt, sie ist abgeschlossen. Na toll. Gut, geht nicht. Das Schloss an dieser Tür sieht brandneu aus. Die Wächter mögen Idioten sein, aber in puncto Sicherheit haben sie was drauf. Aber wirklich? Brauchen wir einen Schlüssel? Oder haben wir was zu knacken? Idioten sind die bestimmt. Ich will jetzt nicht den Dialekt verurteilen. Aber alle, die so einen Dialekt in Spielen haben, sind meistens irgendwie ein bisschen ballerballer. Vielleicht können wir das auch jetzt aufbrechen, die Tür. Wer weiß. Das bringt rein gar nichts. Nun, das bringt rein gar nichts. Nun, das bringt rein gar nichts. Na toll, die andere Tür konnten wir... Mit der anderen Tür hat das auch funktioniert, oder? Quick Dorp. Denk mal nach, Brecheisen ist für Türen. Egal. Wir schauen uns hier mal in unserer Zelle ein wenig um. Das hatten wir schon. Hier unten liegen überall Knochen. Da sind wohl schon mehrere Leute hier drin gestorben. Eine Tasse? Ja, hier ist eine Tasse. Ja, die liegt auf dem Boden mit ein bisschen Flüssigkeit sogar noch. Auch beim näheren Betrachten kann man nichts weiteres finden. Quickthorpe nimmt heimlich die Tasse. Heimlich? Wir sind hier unbeobachtet. Oder schaut uns der große Bruder hier irgendwo zu? Sind hier vielleicht irgendwo Kameras installiert? Naja, hier hat wohl jemand ein letztes Mal verspeist. Die Tasse ist dabei runtergefallen. Können wir den Teller nehmen? Quickthorpe nimmt den Plastikteller. Und diesmal sogar nicht heimlich. Jetzt fehlt mir nur noch ein zweiter Löffel und ich könnte eine Runde in der Garde da wieder drammen. Ja, die Kommentare von dem sind manchmal verrückt. Hier ist ein Zettel. Zumindest haben die einen Postdienst hier unten. Na schön, lesen wir mal, was draufsteht. Der zuvor nicht genannte arme Teufel wurde für schuldig befunden, die vergessene Stadt ohne erkennbaren Grund betreten zu haben und wurde hiermit zu lebenslanger Haft verurteilt. Das ist wohl für uns gedacht. Mist! Der arme Teufel passt irgendwie. Schönes Wortspiel, aber trotzdem. Kacke! Das ist hier die vergessene Stadt. Oh Mann. Gut, jetzt sind wir hier eingesperrt, jetzt müssen wir damit leben. Jetzt nehmen wir den Zettel mit. Quickthorpe nimmt den Zettel mit der Anklageschrift. Brauchen wir jetzt einen Anwalt wahrscheinlich. Bloß, wo finden wir hier unten einen? Unterm Tisch? Wie malerisch. Perfektes Ambiente, um ein lieblich Mahl zu genießen. Ja, unser letztes Mahl wahrscheinlich. Es ist nicht gerade das bequemste Bett, was ich je sah. Ja, ohne Kissen und ohne Decke würde ich mich da eh nicht reinlegen. Das würde ich verweigern. Ich würde hier klopfen und sagen, ich brauche eine Decke und ein Kissen. Würde dabei diesen Skelettwächter überwältigen und dann rausstürmen. Gibt's sonst noch irgendwas hier? Ein Fenster? Zumindest habe ich eine gute Sicht zur Hölle. Ja, die haben wir. Ich kann nichts weiter Interessantes sehen. Ja, ein paar Gitterstäbe entfernen. Dann können wir uns vielleicht da so rausquetschen, wie es in manchen, keine Ahnung, Ausbruchsfilmen auch ist. In Prison Break Filmen, haha. Quickthorpe kann das Fenster so nicht benutzen. Toll. Quickthorpe kann das Fenster nicht nehmen. Bodenrampe haben wir hier noch. Entweder hier passiert was Verrücktes mit diesem Teil des Bodens, oder aber wir haben hier größere Perspektivenprobleme zu erwarten. Was? Weil die Kamera so nah hier drauf geschwungen ist? Loser Stein! Ich kann nichts weiter Interessantes sehen. Quickthorpe kann den Stein nicht nehmen.
Dies übersteigt Quickthorps körperliche Fähigkeiten. Ein loser Stein. Ja, mit der Schaufel. Glaube nicht, dass das eine... Das bringt doch nichts. Wieso? Das bringt doch nichts. Einfach die Schaufel reinrammen und den Stein lösen. Das mit dem Brecheisen? Das bringt doch nichts. Ah, wenn man mal drüber nachdenkt. In vielen Zeichentrickfilmen. Ich weiß nicht, ob das im realen Leben auch funktioniert oder in irgendeinem realen Film auch so ist. In vielen Zeichentrickfilmen, vielen Trickserien ist es so, dass jemand einen Löffel findet, ja, einen Löffel, und damit einen Tunnel gräbt, oder? Das gibt's doch öfter, jetzt probieren wir mal. Und ich glaube, ich habe die Vermutung, dass das wirklich funktioniert. Wäre ja aber witzig. Ich möchte das Inventar erstmal schließen. Und runter. Und rauf, und da ist Gandalf schon wieder. Gott, das hat ja richtig gut funktioniert. Wobei, richtig gut ist so eine Sache, jetzt sind wir ja trotzdem noch immer eingesperrt. Toll. Mitgefangener. Nach seinem Bart zu urteilen, ist er schon eine Weile hier. Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte genau dasselbe sagen. Ich wollte nur sagen, der Bart zeigt, dass er schon eine Weile hier eingesperrt ist. Toll, Quickthorp. Danke. Nach seinem Bart zu urteilen, entweder schläft er oder er ist mausetot. Der atmet doch noch. Ich kam, um dich zu befreien. Genau, wir sind nur hier durchgekommen, um Gandalf 2. Er antwortet nicht. Befreien. Kannst du mich hören? Ich sagte, du bist frei. Naja, ganz frei. Er ist noch da oben, an der Wand gefesselt. Immer noch nicht. Wach auf! Du bist gerettet! Kannst nach Hause gehen! Ich raff's nicht. Er ist entweder taub, dumm oder tot. Naja, taub oder dumm. Ach, guck mal. Guck mal. Da ist er wach. Hey, alter Bussard. Kennst du den Weg nach draußen? Das ist auch geil. Aber das ist noch besser. Hey, alter Bussard. Kennst du den Weg nach draußen? Wenn ich's wüsste, hinge ich dann auch hier in Ketten, du Mumpfbacke. Nun, ich meine, nicht jeder ist so ein genialer Fluchtkünstler, wie ich ihn verkörpere. Oh ja, mit dem Löffel dich durchgebuddelt und in einer anderen Zelle eingesperrt zu sein. Schön. Weil du solch ein Genie bist und über das Flüchten ernsthaft zu sinnieren, würde deine Intelligenz beleidigen. Ich erzähl dir jetzt, wie du hinkommst. Schieß los, ich höre. Da ist der Schlüssel. Oh. Was, was? Was? Nein! Nein, nicht! Ist er jetzt gestorben? Armes Schwein, er hat gerade den Löffel abgegeben. Toll. Es ist traurig und ich müsste eigentlich weinen, aber ich muss gerade lachen, weil wir auch den Löffel abgegeben haben wahrscheinlich, oder? Genau, dann da haben wir noch. Können wir ihm den Löffel mal geben? Glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Armes Schwein. Er hat gerade... Aus welchem Grund? Der arme Teufel ist tot. Ja, aber trotzdem. Geben wir ihm auch mal den Löffel. So, klasse. Hat irgendwas vom Schlüssel gelabert. Ist wahrscheinlich hier irgendwo in dem Raum versteckt. Da liegen wieder ein paar Knochen. Überall Leichen. Wohin ich auch gehe. Naja, solange wir nicht auf Knochen treten, ist alles gut. Solange unser Weg nicht mit Leichen bepflastert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ein Stuhl hier ist. Als Aerobic-Gerät für die Wächter? Ja, der ist ja hier eh dran gefesselt, also ist es egal. Ich nehme an, diese Tische haben über die Jahre gute Dienste geleistet. Ich sage es gern nochmal, ich sehe keine Verwendung für diesen Tisch. Mal drunter kriechen, vielleicht ist ja hier irgendwo wirklich der Schlüssel versteckt. Der hat doch vom Schlüssel was gelabert. Ich nehme an, diese Tische haben über die Jahre gute Dienste geleistet. Nochmal, ich sehe keinen Nutzen in diesen Tischen. Ist ja gut, Quickthorp, ich klick den nicht mehr an. Hier noch ein paar Äste. Möchte wissen, was die dort tun. Es ist zu heiß, um ein Feuerchen zu machen. Das will ich eigentlich auch nicht wissen. Aber wer weiß, vielleicht wie so eine Art Heu im... Nadel im Heuhaufen. Ist das vielleicht der Schlüssel im Ästehaufen? Ich kann nichts weiter Interessantes sehen. Quickthorp ist nicht in der Lage, das zu tun. Ich mag wegen dir nicht jeden Mist aufnehmen. Das funktioniert auch nicht. Hier oben ist die Tür, da, vielleicht ist sie ja offen. Ganz plötzlich.
Natürlich ist ein Schloss an der Tür. Das ist aber sehr verformt. Das Schloss scheint von der Hitze zerschmolzen zu sein. Ja, stimmt. Dann kommen wir hier gar nicht durch. Und da haben sie tatsächlich ein Feuer gemacht, wie es scheint. Aber warum? Warum haben sie... Das alte Mauseloch geht hier anzuklicken. Warum haben sie hier ein Feuer gemacht? Merkwürdig, ihr Gesellen. Wo hat er denn den Schlüssel? Armes Schwein. Er hat gerade den Löffel abgegeben. Tun wir auch nicht mehr mit dem reden. Schau an. Da ist ein Schlüssel in seiner Tasche. Der alte Teufel hatte ihn wahrscheinlich schon vergessen. Er hätte uns gleich sagen können. Schlüssel. Tasche. Und dann wären wir gleich drauf gekommen. Ich hab den Schlüssel. Mal sehen, ob er zum Schloss passt. Da oben werden wir den wohl nicht rein stecken können. Der Arme, der tut mir ja irgendwie leid. Jetzt hätte er ausbrechen können mit uns. Sein Leben noch genießen, vielleicht das eine Jahr, das er noch hat. Und dann schön im Kreise seiner Familie sterben. Aber so ist er jetzt hier wie die anderen Gesellen in der Zelle verreckt. Ich glaube nicht, dass der passt. Das bringt rein gar nichts. Möchte wissen, ob er gepasst hat, bevor das Schloss geschmolzen ist. Wahrscheinlich. Vielleicht passt er ja bei uns in die Zelle. Vielleicht ist das ja so eine Allround-Schlüssel. Allzweckschlüssel oder wie nennt man das? Mehrwerkschlüssel? Keine Ahnung. Das bringt rein gar nicht. Sie setzen ein brandneues Schloss ein, aber benutzen denselben alten Schlüssel. Die Wächter arbeiten auf höchstem Niveau. Oh ja. Aber uns kommt das ja nur zugute, ne? Dann gehen wir mal raus. Ich hoffe mal, wir werden nicht gleich wieder eingesperrt. Ach, und da wären wir schon. Wie das hier aussieht. Wie die Hölle. Und diese Hölle wird niemals zufrieren. Hübscher Pitbull. Lieber Pitbull. Netter Pitbull. Da war unsere Zelle wahrscheinlich. Oh, das sind die Wächter. Tun die uns irgendwas? Hallo? Moment. So. Lieber auf Nummer sicher gehen. Und mal ein Ründchen speichern. Bevor wir dann sterben. Das ist die Tür zu einer der Gefängniszellen. Zu unserer Gefängniszelle? Können wir die denn öffnen? Quickthorpe ist nicht in der Lage, ja, von außen sieht es auch aus, als gäbe es kein Schloss, ne? Man kommt anscheinend dann nur... Aber wie kommen die denn hier rein? Haben die einen Zauberspruch irgendwie? Betrachte Tor. Kommen wir wieder raus oder greifen die uns an? Ja, ich habe mir das Tor angesehen. So, und was nun? Aufmachen? Nichts zu machen. Ich bin hier todsicher in der Falle. Ach, scheiße. Das heißt, sie müssen hier bleiben. Bei den Wächtern, die irgendwas saufen, oder? Die trinken da irgendwas. Bei dem sieht so aus, als hätte er ein Glas. Bei dem eine ganze Flasche. Ah! Ah! Geil! Ihr kennt das letzte Einhorn, oder? Einige von euch vielleicht. Dieser Zeichentrick. Fast schon Animations-, also so ein Anime-Film von damals. Aus meiner Kindheit kenne ich ihn noch und ich habe den sogar auf Blu-ray. Sorry, ich muss lachen. Und da gibt es ein Wächterskelett. Ich glaube, das war ein Wächterskelett. Oder irgendein Skelett, das da irgendwo rumgammelt in den Katakomben. Und das trinkt Wein. Das möchte auch ein Wein. Skelette können ja keinen Wein trinken, klar. Es kriegt dann eine leere Flasche, so ein Placebo-Wein. Oder da ist Wasser drin vielleicht auch, ich weiß es nicht mehr. Und dann wird es betrunken. Das trinkt es und dann wird es betrunken. Obwohl Skelette ja eigentlich halt betrunken werden können. Vielleicht kriegt es auch keinen Placebo-Wein, sondern einen richtigen Wein. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber das ist tatsächlich wahrscheinlich so eine Anspielung. Die trinken da bestimmt Wein. Ich glaub's kaum, die machen Kaffeepause. Ja, oder Kaffee, ist egal. Trotzdem. Das sieht aus wie so ein Weinglas. Das ist Bill. Er ist Bulls Zwillingsbruder. Ja, Bill und Bull. Sehen wahrscheinlich beide gleich aus. Ich glaub's kaum, die machen Kaffeepause. Das ist Bull. Er ist Bills Zwillingsbruder. Wieso wusste ich, dass der Sprecher das jetzt sagt? Aber geil, Bill und Bull. Natürlich sehen Skelette fast gleich aus. Ich glaub's kaum, die machen Kaffee.
Kann mir jemand sagen, wo ich bin? Ja, wir wissen eigentlich, wo wir sind, aber trotzdem. Du bist hier bei uns im Land der Schatten. Irgendwelche anderen dumme Fragen? Oh ja, warum hast du so einen dummen Dialekt? Nein, wir wollten uns nicht ansehen, wir wollten weiter quatschen. Sagt er dasselbe? Ich möchte jetzt mit nichts und niemandem reden. Na klasse. Und mit dem hier? Ach, da geht's? Ich glaube, das machen sie nicht. Das wäre jetzt zu einfach. Ich befehle euch, mich zu eurem Anführer zu bringen. Entschuldigung, aber wir dürfen unseren Posten nicht verlassen. Kannst du mir verraten, wo ich ihn finde? Hey, je. Sieh mal auf die Uhr, wie doch die Zeit vergeht. Unsere Kaffeepause ist fast rum, nicht wahr, Bull? Bill, wir müssen wieder zurück zu unserer Pflicht. Ach, nur der hat diesen dämlichen Dialekt. Okay, gut. Das heißt, Anführer ist erstmal gestrichen. Vielleicht amtliche Ausweise? Könnte ich bitte eure amtlichen Ausweise sehen? Mist, ich hab meinen heute Morgen vergessen. Hast du deinen dabei, Bull? Natürlich hab ich einen. Hier, schau. Aber bitte achte nicht auf mein Bild, es ist nicht gut gelungen. Ich sehe übergewichtig aus. Fotos verzerren die Wirklichkeit fast immer, weißt du? Ja, ich weiß, das kenne ich von mir selbst, aber bei Skeletten ist mir das neu. Was für ein moderner amtlicher Ausweis. Sogar mit so einem Streifen hier unten. Kein Problem. Kann mir jemand... Du bist... Schön, jetzt haben wir den hier, oder? Oh Gott, betrachte ID-Karte hier in der Hölle. Hiermit dürfte ich in jeden Nachtclub reinkommen. Nicht, dass ich hier einen gesehen hätte. Und wahrscheinlich auch überall hier im Reich der Schatten. Ich kann nichts weiter Interessantes sehen. Ist auch gut hier. Eine ID-Karte in der Hölle. Können wir sonst noch hier was ansehen? Hier runter. Ich hoffe mal, der greift uns jetzt nicht an. Der zerfleischt uns jetzt nicht. Hier unten brodelnde Lava. Ich glaube nicht, dass man hier gut angeln kann. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwelche Fische drin sind. Außer... Die sind resistent gegen Hitze. Der hat mit dem Fluss nahe meines Dorfes nichts gemeinsam. Naja, so ein bisschen. Das eine ist Wasser, das andere ist Lava. Das hatte ich bestimmt nicht vor. Ich dachte, wir springen da jetzt rein. Hui, aber die Folge dürfte gleich zu Ende sein. Ich gehe nochmal zu dem Pitbull. Hallöchen. Ich wollte schon immer so einen Hund haben. Ich wette, der würde Mantaninas Pudel in einem Stück verspeisen. Mantanima, jetzt kennen wir auch den Namen deiner Freundin. Diese Großbrüstige, die da von dem Dorf aus gerufen hat, ob wir die jemals wiedersehen? Ich hoffe ja mal. Ich hoffe mal, es hat ein gutes Ende, Quickdrop, für dich. Wobei ich glaube, dieses Spiel hat ein seltsames Ende. So viel weiß ich noch. Macht euch mal darauf gefasst. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es endet, aber ich weiß, ich war als Kind oder Jugendlicher damals irgendwie ein bisschen irritiert. Quickthorpe sollte seltsame Hunde nicht streicheln. Och, wieso sollte denn immer die Hand über die Zähne so ins Maul? Wieso auch nicht? Andere stecken den Kopf, ihren Kopf in Löwenmäuler. Wieso sollten wir nicht unsere Hand mal in Horror-Pitbull stecken? Das geht nicht. Gehe zu. Da kommen wir, glaube ich, weg. Sonst noch was hier? Nein. Aber ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen... Ich mache erstmal Schluss mit dieser Episode. Wir sind jetzt im Schattenreich angekommen, wo anscheinend der letzte Haus, dem wir das Juwel abluchsen müssen. Schauen wir mal, wie das klappt. Werden wir in der nächsten Episode erfahren. Ich wünsche euch was und wir sehen uns. Ciao.